Herzlich willkommen bei drei Fragen, drei Antworten, dem Videoformat des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft. Zu Gast heute der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil von der SPD. Unser heutiges Thema, die Internetpiraterie. Filme und Musik werden illegal im Netz vertrieben, ohne dass die Urheber dafür entlohnt werden. Zwei Drittel der Bürger halten das für unfair. Frage 1. In den letzten 10 Jahren haben wir es nicht geschafft, die Internetpiraterie merkbar einzudämmen. Wird sich das in der nächsten Legislaturperiode ändern? Also wir haben in der Tat erlebt, und das sage ich auch als Sozialdemokrat unter der jetzigen Regierung, unter der Schwarz-Gelben, dass die Züge beim Urheberrecht noch viel schneller aufeinander zugefahren sind. Wir haben da keine gesetzgeberischen Maßnahmen erlebt, und ja, wir müssen in der nächsten Legislaturperiode was schaffen beim Urheberrecht. Wir sehen, dass neue Geschäftsmodelle sich durchsetzen, aber wir müssen auch gucken, wie wir die Sanktionen stärken können, wie wir Aufklärung schaffen können, weil auch heute noch die Piraterie ein großes Problem ist, und da muss man einfach ran. Das hat die jetzige Regierung nicht getan. Die SPD hat über Monate diskutiert, auch mit Kreativen, was man in der nächsten Legislatur machen kann, und wir hoffen, dass wir das umsetzen können dann. Frage 2. Mit welchen gesetzlichen Regelungen sollte man dem Nutzer begegnen, der illegal Inhalte runterlädt oder sie sich im Streaming ansieht? Also nochmal, es geht nicht nur um die Frage von Sanktionen, sondern es geht auch um Aufklärung, es geht um neue Geschäftsmodelle, aber natürlich müssen wir auch Sanktionen und Gesetze umsetzen in der Rechtsverfolgung, und da ist der Ansatz der SPD, dass wir weniger beim 16-jährigen User ansetzen, sondern uns vor allem auf die illegalen Plattformen konzentrieren, dass wir sagen, wir wollen hier eine Bekämpfung, wir wollen auch gucken, wie man zum Beispiel an die Haftungsprivilegierung rangeht, wenn es dort Geschäftsmodelle gibt, die im illegalen Bereich sind. Wir wollen gucken, wie man mit Werbung, mit Finanzierung dort sozusagen auch vorgehen kann, um illegale Plattformen zu bekämpfen. Und beim Nutzer muss es dann die Aufklärung sein. Und wir müssen auch, und das sage ich auch im Interesse der Industrie, wir müssen gucken, dass wir von den Abmahnungen wegkommen, weil das auch eine Sache ist, die gerade flächendeckend auch der Musikindustrie, der Filmwirtschaft schadet, weil hier ein schlechtes Image entsteht. Frage 3. Wer Filme ins Netz stellt, profitiert davon häufig finanziell. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir müssen bei Werbemaßnahmen anfangen, ebenso bei Geldtransfers. Welche gesetzlichen Möglichkeiten oder Sanktionen haben wir dort überhaupt? Also das ist eine Sache, die man an vielen Stellen europäisch auch diskutieren muss, wo man national nichts machen kann. Die Frage Werbung ist zum Beispiel eine Sache, wo ich auch in der Wirtschaft erwarte, dass man da nicht nur diskutiert, also wir diskutieren das auch schon seit 2 Jahren, dass da was passieren muss, sondern man muss da endlich mal zu Abkommen kommen und Vereinbarungen auch innerhalb der Wirtschaft, Finanzwirtschaft, also Geldströme ist ein weiterer wichtiger Punkt. Haftungsprivilegierung habe ich angesprochen, die Frage sozusagen auch Rechtsverfolgung, also gibt es eigentlich genug Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich auskennen, die auch technisch ausgestattet sind, das ist ein wichtiger Punkt. Und da kommen dann ganz viele Maßnahmen zusammen. Man muss nun mal anfangen, in der Urheberrechtsdebatte auch wirklich Sachen durchzusetzen. Herr Klingbeil, recht herzlichen Dank für die klaren Antworten, und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse.